Ich erkläre ausdrücklich, Elwood trinkt. Und ich möchte ihn hier dauernd untergebracht wissen, weil ich diesen Harvey nicht länger ertragen kann. Diese Person, die Sie Harvey nennen, wer ist das? Ein Hase. Mag sein. Aber wer ist es, Billigen? Doktor, ich sagte Ihnen schon, Harvey ist ein Hase. Ein großer, weißer Hase. 1,90 Meter groß. Lieber Gott, darüber weiß ich Bescheid. Lange genug habe ich eine Maus. Es scheint, Sie suchen jemanden. Ja, ich suche Harvey. Ich dachte, ihn hier zu finden. Harvey? Ein Patient? Nein, nichts dergleichen. Ist er hier beschäftigt? Nein, er ist, man könnte ihn meinen besten Freund nennen. Außerdem ist er ein Puka. Pooka, auch Puka. Aus der alten keltischen Mythologie. Ein zauberkräftiger Geist in Tiergestalt. Immer sehr groß. Der Puka erscheint dann und wann, hier und dort, dem einen oder dem anderen, je nach seiner Laune. Er ist ein weises, aber boshaftes Geschöpf. Befreundet sich gern mit Träumern, Phantasten und zuweilen auch mit Ihnen, Mr. Wilson. Er ist... Seit wann kennt mich denn das Lexikon? Wie kamen Sie dazu, ihn Harvey zu nennen? Er heißt Harvey. Wir standen so und schwatzten und schließlich sagte ich, Sie haben etwas voraus vor mir. Sie kennen meinen Namen, aber ich kenne nicht den Ihren. Nun, sagte er, welcher Name würde Ihnen gefallen? Nur da musste ich keinen Moment nachdenken, denn Harvey war immer mein Lieblingsname. Also sagte ich Harvey. Und jetzt kommt das Interessanteste an der Geschichte. Seltsam, sagte er. Zufälligerweise heiße ich Harvey. Mr. Dowd, was für eine Art Mensch sind Sie? Woher kommen Sie? Habe ich Ihnen keine Karte von mir gegeben? Wo auf diesem müden alten Erdenrund haben Sie so etwas wie ihn kennengelernt? Harvey den Puka? Ah, da bist du ja. Doktor, wenn Sie gestatten, Sie stehen ihm im Weg. Ja, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich hab dich überall gesucht.